Hallo und herzlich willkommen heute zum Thema Tabu. Tabu, ja, gibt es viele. Ich werde sie nicht alle einzeln aufzählen jetzt, sondern ich möchte ganz allgemein über Tabus sprechen, woher das überhaupt kommt und was das sein soll. Ja, vielleicht merkst du es selber, ein Tabu ist immer dann da, ja, wenn es dir das Leben schwer macht. Ja, wenn du mit dir selber dann im Streit bist, im Widerstreit bist. Und ja, genau das ist auch bezweckt, sozusagen, denn Tabu soll uns abschneiden von unserem lebendigen Sein, von unserem wahrhaftigen lebendigen Sein. Und du bist gut beraten, dass du immer da, wo du ein Tabu vermutest, da ein bisschen tiefer kratzt und schaust, was dahinter an Erkenntnis auf dich wartet. Und ja, ich bin natürlich hier heute da als Vertreterin der weiblichen Spiritualität und zeigt dir den weiblichen Blick auf Tabus. Und ja, für mich geht das Wort Tabu zurück auf ein Wort aus der Sprache der Hopi. Das heißt Tabuat. Und Tabuat steht als Wort für Mutter und Kind, für das Wiegen. Ja, wenn Mutter das Kind wiegt, für die weibliche Schöpfungsgeschichte. Ja, für die Offenbarung. Und genau darum geht's. Deswegen gibt es die ganzen Tabus in dieser Welt, dass wir eben nicht uns daran erinnern, dass wir alle aus dem Urschoß hervorgegangen sind. Dass wir alle aus dem Körper einer Mutter hervorgegangen sind. Dass die Vulva, da sind wir schon bei einem Tabu, ja, die weiblichen Geschlechtsorgane auch zu benennen, dass die Vulva das Tor des Lebens ist. Und ja, Tabuat meint letztlich den heiligen Raum. Ein Tabu steht immer davor, wo wir den heiligen Raum erkennen könnten, den heiligen Raum in uns, unser Angebundensein an die Quelle, wo wir die Angst vor unserem So-Sein verlieren könnten, wo wir wieder in wahre Verbindung mit uns kommen. Also Tabu ist ja wirklich das Wort, was wir streichen sollten aus unserem Verständnis, wie wir es die ganze Zeit gelebt haben. Ein Tabu gehört gelebt. Ein Tabu will gelebt werden. Ja, weil ein Tabu führt dich ein in die Geheimnisse des Seins, und zwar in die weiblichen Geheimnisse des Seins. Ein Tabu führt dich sozusagen in das Labyrinth des Seins hinein. Nämlich bis zum Mittelpunkt. Und das ist ja das allergrößte Tabu von allen, dass eben die Gebärmutter der heilige Raum ist hier auf Erden, in uns. Dass wir keine heiligen Stätten brauchen, keine Religion, keine Gotteshäuser, keine Tempel, niemanden, der uns erklärt, wie wir zu leben haben, sondern dass wir wieder aus uns heraus frei leben und ja neues Leben gebären. Nicht nur in Form von Kindern, sondern auch an Ideen, an Wegen, an Horizonten. Dass wir uns erlauben, wieder in innerer Freiheit zu sein. Und ja, jedes Tabu, überleg dir jetzt, welches du kennst, hindert dich eben daran, dein wahrhaftiges Sein zu leben. Also, nehmen wir jetzt mal ein Tabu. Ein Mann weint nicht, ja, und eine Frau lebt ihre Sexualität nicht lustvoll. Ja, das sind genau da, um genau das zu unterdrücken, was unser wahres Sein ausmacht. Nämlich, eine Frau ist da, um, gerade da, um die Sexualität zu leben, um sich zu öffnen, um zu empfangen. Ja, um die weibliche Energie, was eine Schöpfungsenergie, eine lustvolle Energie ist, zu zelebrieren mit ihrem Körper. Ja, und die Männer sind da, um das Weibliche auf Händen zu tragen. Soll heißen, dass sie ihr Herz öffnen für die Verehrung des Weiblichen als Quell des Lebens. Ja, dass sie eben sich verschenken mit ihrer Liebe, mit ihrem Herzen an die Frauen. Und die Frauen sich öffnen und verschenken auf körperlicher Ebene.
Also das ist wirklich, das ist die totale Verdrehung. Meistens oder fast alles in dieser Welt leben wir in der Verneinung und in der Verdrehung von dem, wie es wahrhaftig wäre ohne Tabu. Also mach dich auf, such nach den Tabus und spreng die Fesseln in dir und forsche nach der Erkenntnis und der Botschaft, die darin für dich steckt. Und du wirst geradewegs in deine Wahrhaftigkeit, in deine Lebendigkeit hineingeführt werden. Also, die neue Zeit ist eine Welt ohne Tabus und dafür mit ganz viel heiligen Raum in dir und um uns herum. Alles Liebe, deine Christina Marita.